Jo, moin Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Oxygen Not Included. Und im letzten Part haben wir ja den Wasserstoffgenerator in Betrieb nehmen wollen. Aber der Gute hat keinen Wasserstoff. Wir haben nämlich die Gaspumpe hier gebaut, in der Hoffnung, dass die halt das Zeug ein bisschen abzieht und den Wasserstoff dann hier rausfällt und hier rüber sendet, aber es ist scheinbar nicht genug Wasserstoff. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir graben mal das hier einfach mal an. Ich bin wirklich gespannt, was passiert. Und hier oben ist schon wieder zu viel Sauerstoff. Muss mir irgendwas einfallen lassen. Ich irgendwie schon, dass hier oben gar keinen Sauerstoff mehr reinkommt. Das ist so, die erzeugen ja Sauerstoff und Wasserstoff. Der ganze Wasserstoff müsste eigentlich jetzt hier rübergehen, oder? Schmutzte Sauerstoff, das ist überhaupt kein Problem, da wir ja eh die Reiniger da haben. Okay, jetzt hier die Pumpe wenigstens mal ein bisschen Wasserstoff. Okay, da kommt schön viel Wasserstoff. So wie es sein muss. Da hoch. Also scheint wirklich jetzt gut rüber zu ziehen. Ja, so möchte ich es haben. Und wir haben Forschung abgeschlossen. Möbel, ja. Plastik. Das ist Plastik leider. Dritte Ziegel, Plastikziegel, okay. Ich muss echt mal schauen, dass ich mir irgendwas einfallen lasse. Ich glaube, ich Hochdruckgasabzug. Hochdruck stehen. Okay, ich weiß, was ich vorstelle, und zwar die bessere Belüftung. Denn der Hochdruckgasabzug ist jetzt genau das, was wir haben wollen. Wie viel Wasser zieht das? Na, obwohl es ist noch ziemlich human. Also, ich hätte jetzt halt mehr gerechnet. Und wir haben jetzt auch die Schränke unter Wasser gesetzt. Ach ja, genau, wir wollten noch Schleim abbauen. Das ist ja alles Schleim. Aber wir müssen rüber bauen. Das können wir eigentlich mal auf die 8 setzen. Denn wir brauchen ja auch Algen. Okay, alles mit Sauerstoff gefüllt und das ganze Wasserstoffgedöns ist nach hier oben. Gut, also ging's auf. Die Frage ist jetzt nur, wie lange hält sich das? Denn ich glaube fast, dass wir immer noch auf die Kohle angewiesen sind. Das Problem ist nur, ich finde hier gerade, also ich sehe zumindest keine
Wirkliche Kohlequelle. Hier ist was. Okay, kann man schon merken, hier unten. Das ist ein bisschen blöd, im Wasser daran zu kommen. Ja, hier gleiche Problem. Hier ist Chlor. Hier hätten wir schön viel Kohle. Das ist hier drin Chlor. Da müsste ich jetzt auch Chlor drin. Baue ich denn das am dümmsten? Okay, jetzt kommt's hier. Jetzt steht schon Schlange. Der verbraucht das echt schnell. Muss dann schauen, dass die Wände hier fertig geforscht haben. Ja, sieht ganz gut aus. Aber eigentlich ist es mit Sauerstoff hier ganz gut. Von der Qualität her. Okay, wie sagen wir zerlegen das? Ach, das ist ja auch schon cool, das siehst du. Bauen das dann auf jeden Fall ab. Und zwar so hier. Dann graben wir uns hier eine halbe Ewigkeit rüber. Und dann hätte ich auf jeden Fall gern, dass das ganze Kohlegebiet hier abgebaut wird. So. Damit wir auf jeden Fall noch genug Nachschub haben an Kohle. Okay, die Schleier haben sie auch geholt. Aber sauerstoffmäßig sieht das echt gut aus. Das ist natürlich alles voller Chlor. Ist nicht mehr so toll. Und wir haben wieder keinen. Jetzt aber. Nein. Oh Mann, nur Meter. Oh Mann, oh Meter. Der Strom ist mittlerweile doch schon ziemlich wichtig geworden. Auch wenn wir am Anfang ohne alles standen. Es ist doch schon verdammt wichtig. Wir könnten einen neuen Minikicken holen, aber will ich gerade gar nicht. Ich habe auch noch Kohle. Hier werden ganz, ganz viele alle später. Hier ist auch noch ein bisschen Kohle. Und ich brauche ganz, ganz schnell die Forschung. Hey, wake up. Und ich wurde angestupst. Sekunde. Kann es mir genau Aufnahme gucken, wie es noch weiterläuft. So. Die Forschung ist jetzt auch. Na gut, hoffentlich dann noch bald durch. Wir kriegen gerade Hey, auch wake up. ziemlich gut Kohle rein und. Oh, Leute. So, das hat sich auch erledigt. Maximaler Gasdruck, ja.
Deswegen muss der Gasabzug hier ganz, ganz dringend mehr Gas raushauen. Das einmal bitte schnell vorspulen. Und wir setzen hier langsam, ob sich hier wirklich alles unter Wasser. Machen wir das jetzt am dümmsten. Okay. Ach, null Pro. Das ist ja super. User joined your channel. Kann ich irgendwie Sauerstoff ein bisschen verbraten? Schalte Strom an oder aus durch Automatisierung. Okay. Hier auch nicht. Ja. Muss ich jetzt wohl erstmal ein bisschen warten. Ah, verdammt. Ah, daran hätte ich nicht gedacht, der ganze Kohlenstoffdioxid geht alles jetzt hier rüber. Und den hier machen wir arbeitslos. Ach, das hatte ich ganz vergessen. Ah, ich depp. Aber ich sehe auch wieder so viel Kohle und Algen, das brauche ich halt eigentlich alles. Ich kann hier ja mal schauen, dass ich eine Luftschleuse hinknall. Und dann kann ich ja mal per Lüftung das mal bauen lassen. Denn dann habe ich hier einen weiteren Gasabzug. Wir stehen den ganzen Sauerstoff in euch kann. Na gut, jetzt ist die Forschung fast fertig, durch, aber naja. Okay, jetzt ein bisschen schnell vorspulen. Dass wir das hier auch wirklich bauen. Sauerstoff, Kohlenstoffdioxid. Gut, dann bitte einmal den zerlegen. Ah, nee, 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 Abbruch, Abbruch. Wir brauchen veredeltes Metall. Oh Gott. Jetzt brauche ich den, ne? Den Erzreiniger. Dann Forschung, Flüssigkeitswärmer. Produziert Sand aus rohen Mineralien. Das klingt doch gut. Metallraffinerie, okay. Da pumpt doch nichts durch, oder?
Entkräftung. Okay, jetzt kann er hier wenigstens mal ordentlich ziehen. Weil die Gasleitung so eine halbe Ewigkeitsstrecke zurückliegt. Aber das scheint nicht so ertragsgiebig zu sein, wie ich gehofft hätte. Mit dem, was hier im Wasserstoff rauskommt. Denn irgendwie ist hier alles am Wasserstoff schon wieder weg. Die wollen mich doch rollen. Wir können jetzt ganz Sauerstoff an. Das heißt, wir können ja eigentlich in aller Ruhe rüber buddeln. So und so und so und zack. Das kriege ich bitte mal alles hier, ne? So nicht. Genau das Menü wollte ich haben. Dann. Jetzt einmal durchziehen und dann verrutsche gleich und alles sind hinüber. Und so. Dann graben wir hier noch. So, zack. Alles öfter 9. Und gut ist. Denn jetzt geht auch nicht der Sauerstoff hier raus, dass das Ding hier mal pumpen kann. So gesehen erzeugen wir jetzt hier den Sauerstoff, dass der hier einmal eine Völkerwanderung macht nach hier drüben. So, also mit ganzen Kohlenstoffdioxid kann sie ruhig unten ablagern. Das ist nicht so das Problem. Wobei ja eigentlich gar nicht mal so viel Kohlenstoffdioxid entstehen dürfte. Eigentlich der, der hier unten ist, der wird halt wahrscheinlich dann da bleiben. Keine Forschung ausgewählt. Ja, ich hatte eine. Dann würde ich sagen, wir erforschen mal Starkstromkabel. Okay, das Wasser steigt jetzt doch schon schneller an, als ich erhofft hatte. Dann erzeugen wir kein Gaseingang, was? Was muss denn dafür Gas rein? Einzermaler. Details. Muss der Sauerstoff reinpumpen oder was? Ich hoffe es einfach mal, dass es Sauerstoff ist.
Oh, jetzt will ich immer schnell vorspulen, ich weiß, ich habe schon wieder 20 Minuten, aber das interessiert mich jetzt noch. Achso, okay, habe ich schon angehört. Herzreiniger reinigen frisch abgebaute Ressourcen, bevor sie in die Kolonie gebracht werden. Ich verstehe das nicht. Ach, ich müsste den Kollegen also so gesehen eigentlich. Das heißt, ich müsste eigentlich dort bauen, wo ich. Schaden wegen falschen Elementen. Na klasse. Dann würde ich sagen, dass das generell hier wieder zügig wird. Oh, oh, verdammt, ich habe aus Versehen die Wasserleitung mit vernichtet. Gasleitung. So. Dann würde das ja mal aufwischen noch und wie es da weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin, macht's gut und haut rein.